Nenua, guten Abend. Mach das, Chefin, ich weiß. Happy Lurk, so sieht's aus. Jetzt Bücher mal wegräumen wieder. Hatten wir nicht mal irgendwann eine Klingel von dem... Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ach, hier habe ich die Münzen rein. Guck mal. Ich habe die schon gesucht. Sollte man halt doch nicht in eine Kleidertruhe packen, ne? So, dann gehen wir nochmal da rein, würde ich sagen. Jesus, sind das viele. We did as we was told, General. Followed every order. The facts suggest otherwise. You were ordered to retrieve the artifact. You failed to do so. Us? No, no, it was Minfara. She got the orders. She... Enough! A blast of mental energy washes over you, filling the room. Your tadpole squirms, urging you to obey. You failed to retrieve the artifact. You failed to protect your true soul. You do not deserve to live. Tötet sie nicht, sie sind treue Anhänger der Absoluten. Ah, the true soul who retrieved the night song. It is good to make your acquaintance. We did as we were told. We're loyal to the absolute. Kill him. Silence. True soul, you have seen these goblins at work, have you not? What say you? Sie sind der absoluten gegenüber loyal, das muss ich ihnen lassen. Das stimmt. Das ist die Wahrheit. See? What I tell ya? Praise the absolute. Faith without action is anemic, sickly. In a word, useless. We are too close to the ending and the new beginning. I can coddle failure no longer. Kill them quickly. What? No! You creaking old bag of shit! Oh wow! Hat die den jetzt einfach getötet? Lol. Oh. Okay, geht doch nicht so einfach.
Ups. I'm so sorry, my lord. She's an unbeliever outside my control. Try again. Ups. Der hat gesessen. Dispose of the rest as you see fit. Or better yet, put that true soul to use. They've proven themselves reliable. Of course, my lord. Thank you. You heard the general. The goblins are yours. Deal with them however you wish. Here, in the seat of the Absolute's power, your authority over them is complete. They will obey any command. Report to me upstairs when you're done. Please! You gotta help me! For old time's sake! Ich gebe euch eine faire Chance. Oh, crap! You're gonna enjoy this, ain't ya? Wir wollen ja nett sein. Wie sind's denn? Zwei Stück nur? Ach, wie süß. Ach, da brauche ich noch nicht mal Stufe 2. Lohnt sich gar nicht. Time to push my luck again. Light on my feet. Passt nicht. Okay. Ich will da jetzt nicht das Doppelzug verbraten. Nee, nee. Läuft anscheinend wie gewohnt okay, ne, der Stream? Es beschwert sich jetzt keiner, dass es irgendwie ruckelt. Also scheint alles okay zu sein, gehe ich von aus. Dann sieht auch in meinem Dings gut aus. Von daher gehe ich mal von da aus, dass sich da nichts ins Negative verändert hat. I hope so. Komm ich dann noch hin? Ja. Oh, das hat Level abgebracht. Sehr cool. Damit sind wir endlich mal Level 7. Unterklassenmerkmale. Zwei Stück. Oh. Wer will sich hier beschweren? Nein, es geht nur darum, hallo Schlamuffi, dass mein... dass mein OBS, mein Aufnahmeprogramm, rumgespackt hat heute Morgen schon.
Und eben beim Starten auch schon. Ich musste was umstellen. Und normalerweise wird dann die Aufnahme schlechter. Das heißt, es fängt mehr an zu ruckeln. Es ist andauernd am Ruckeln und so. Aber ist ja nicht der Fall, oder, Chat? Also ich sehe es nicht. Und daher scheint es zu passen. Na, Muffi. Wie war dein Wochenende bisher? Oh, wir haben Stufe 4 Zauber. Ruckelt nix. Okay, gut. Wer will sich hier bescheren? Schlamuff. Ach, der. Score. Schau, komm mal. Ist es ein Lümmel? I shouldn't have wished to live in more interesting times. Ah, so. Ja, der ist, habt ihr ja gesehen, der ist ja nicht so einfach umzubringen. Bin mal gespannt, wie wir gegen den ankommen. Kann lesen. Okay. Manchmal. Das ist doch gut, wenn du lesen kannst. Kann nicht jeder. Was ich behaupten, ne? Also ich zum Beispiel. Ich lese immer nur die Hälfte. Morgen gibt es nur noch Emote-Only-Chat. Mhm. Ist klar, Movie. Nö, hatte kürzlich Toast. The General has high expectations of you. You're exceeding them. I hear Balthazar has returned. And more importantly, the Night Song is with him. Plus, if that wasn't enough, you've already rescued Isabel from last light. What an eager little thing you are. Was soll ich sagen? Ich beherrsche meine Arbeit. I can see. Makes me wonder how deep and dark those talents of yours run. But enough of my daydreaming. General Thorm is ready to see you. Are you ready to stand by his side? In the presence of the Absolute herself. Yes, this is it. Ich war noch nie im Leben bereit für so etwas. How confident. We could have had fun, you and I. Oh. But duty calls. Go on now. The General is not a man to keep waiting. Was haben wir denn bekommen?
Elminster's not around, so might as well. Wir haben auf jeden Fall die anderen beiden auch noch auf Level 7 hoch, das ist gut. Das verläuft. Dimensionsteleportiere dich. Bleiben Kreaturen an oder ersticken sie? Feuerschild. Hülle deinen Körper in Flammen. Schwachen Elementar beschwören. Lage. Pflanzen sind empfindlicher gegen die Zauber. Sie würfeln mit. Ja. Denn da Schattenherz keinen Bock mehr auf mich hatte, ist sie auch gegangen. Alle so pingelig da irgendwie. Knuddel, das war die Klerikerin. Wo ist denn jetzt das Phantom hin? Hä? Ich jetzt doof? Und Dabra, ein wunderschön. Ich hab doch eben hier. Ach, hier, da. Und das. War unsere, ja doch, die war irgendwie, dass ich Balthasar halt geholfen habe, fand die nicht so toll. Da ist sie einfach gegangen. Aber macht ja nichts. Dann hat die angestellten NPCs, also die Mietlinge, die meckern wenigstens nicht so viel. Die war ja nur am Rumnölen, also von daher ist mir das eigentlich egal. Sollen sie doch gehen? Wenn sie keine Lust mehr haben, sollen sie gehen? Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Wir haben wieder Kräfte. Ups. Deine Ziele sind bei Angriffswürfen im Nachteil und erleiden bei jedem gescheiterten Angriff. Nö. So sieht's aus. Habe ich gar nicht dran gedacht, dass ich da noch Punkte reinsetzen kann. So, jetzt speichern wir zum 500. Mal. Auch gut. Macht ja nichts. Du hast sie gemocht. Sehr gut. The Absolute bids you step forward, true soul. She is so very close to us here. Ich hab eh nur Snooze nur mit meiner Gisyanki, also von daher
Ui, der ist aber gut bewacht, der junge Mann. Kasarik Sorn, 145 Leben. True soul, I was so hoping to thank you in person. Our forces are gathered, the Night Song bound, and we are ready to march at last. But most importantly, Isabel, you brought my daughter back to me. She's being introduced to the Absolute as we speak. Soon, it will be as though we were never apart. You have our thanks for your part in our reunion. Ja, so halbwegs, Schnüttel. Ihr seid Isabels Vater? Sie war nicht erpicht auf eine Wiedervereinigung. She was always stubborn. She clung to Saluna even after her mother's death. Ironic then that it was Isabel who drove me into Char's arms. She died and I was left alone. I made perfect prey for Lady Loss. She promised vengeance, oblivion. But her plans came to naught. Only one god empowered me to bring my Isabel back. That is the god I serve now. The god we serve. Wir finden eine neue... Ich hab schon einen neuen Kleriker. Flamovie. Schon wieder stockdunkel. Ja, wird langsam düster, ne? Isabel war also tot und ihr habt sie wiederbelebt. From darkness into light. From oblivion... back into her father's arms. In the end, perhaps her death was a boon. An encouragement to point me toward our higher purpose. Wo wir von Segen sprechen. Ich habe mir einen von euch verdient. That you have. That and more, true soul. It's time for you to learn true power. Make use of my own altar. Kneel in her name. And the Absolute will come. Jetzt muss ich da noch hinknien? Ich wundere, dass ich regelmäßig speichere, aber immer die... ich weiß nie, wann Kämpfe stattfinden. Und wenn man es dann verdummbeutelt... muss man sich immer die Gespräche nochmal anhören, das will ich vermeiden. Also, regelmäßig safen. Ist immer gut. Fürchte dich nicht, die Absolute wird dir alles gewähren, was du dir wünschst. Bist du bereit? Klar. Vernichte Kasarik Sorn. Mach mich zum Anführer. Wird mir schon reichen. Come then, true soul. Let us pray. Hear us, Absolute. Ach, du ahnst es nicht. The prison. I scour this land in search of it, and you bring it to my door. Slave, take it. Freedom. You cannot take it, then take him. Balthazar will find a way. Do it. Now! Bo. Ups, wo bin ich jetzt?
Thorne has tasked me with relieving you of a certain artifact. I hear it's loath to part from you. No matter. I do enjoy a challenge, and I have more than a few tools to experiment with. Once Balthazar is through with you, you will be left as just another undead thrall. Unless you can stop him in time. Kann ich das Ding hauen? Ja. Aber nicht oft. Oh je, das wird lustig. Ach du liebes Lieschen. Mehr geht nicht, okay. Ich bin in einer Gebärmutter. Ist ja ekelhaft. Nicht gerade prickelnd, aber ja. Er machte ja zwei Schaden. Schön, dass du das nochmal erwähnst. Ich weiß schon wieder gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Muss nochmal zurückspulen. Ich werde. Musst du auch nicht, mein Lieber. So, raus da. Direkt hier in die Richtung. Kriegt er erstmal auf die Mütze, der Freundblase hier. Auch direkt zu ihm hoppen. Nicht genügend Ressourcen. Mal hoffen, dass die nicht ganz... Ne, die so viel Leben haben die nicht. Okay, das ist gut. Ja, ist ja gut. Ist ja gut.
toll, die sind schon fast alle wieder tot. Survival is all that matters. Inmitten in dieser Todeswolke halt drin, ne? Ibichen, Chefin. Oh, das ist schlecht, wenn der Tank umfällt, ey. Wir haben alle nicht mehr so viel. Okay, das können wir nochmal laden. Das war nix. Zwei tot. Können wir jetzt einen Mod-Only chatten? Nee, Muffy. Vergiss es. Nein. Ich glaube, wenn die zwei als erstes ausgebrochen sind, das erste, was wir machen, sind die anderen befreien und dann. Dass die heilen kann. Weil ohne Heilung, der heilen kann, sonst sehen wir alt aus. Ja, wenn du schläfst und so und bestimmte Gebiete erreichst, richtig.
Rettungswurf gelungen, schmettern. Na toll. Er ist schon wieder fast tot. Wie soll denn das gehen? Ah. Ich habe auch nichts, was ich zur Verstärkung holen kann irgendwie, ne? Die komische Flöte von Balthasar ist weg, dass ich seinen Bruder holen kann. Hä? Funktioniert nicht mehr. Ich hab das Fläschchen Glocke Golem beschwören. Zauber wirken. Oh. Nur bei den Proben der Schar. Ach toll. Ja gut, okay. Wer lesen kann, ne? Das Übliche. Heiler ist wieder am Start. Warum treffen die alle? Hört doch mal auf! Alter Schwede, der Tank ist schon wieder fast tot. Ah! Der Tank ist tot. Ich hab... Der Heiler ist auch gleich tot, wegen der Todeswolke. Oh Mann, ey. Nothing will stand in my way. Wie sollst du das machen? Nothing important is ever easy. Another step forward. Lass uns erstmal aus der Todeswolke sippeln. Jesus. Nein, jetzt ist die Schützin auch noch tot. Ah. Thank you.
bringt mir nichts, wenn er da und die seine Todeswolke schmeißt mit dem Scheiß. Weil das bringt ja nichts, wenn der Geld da hinten drin draußen kommt und gar nicht runterkommt. Das ist alles Käse. Käse. Mist, Scheibenkleister. Weil umgebracht hat er seine Leute ja selber. Kann ich schon wieder laden. Vielleicht bleib einfach drin stehen. Obwohl. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert mit dem gleichzeitig Time. Weil wenn du umso länger du drin bleibst, umso mehr zieht er dir Leben ab da drin. Ja. Also der zieht dir ja da drin Leben ab, wenn du da drin hocken bleibst irgendwann. Also du kannst es dann leider nicht gemütlich machen. Das funktioniert nicht. Weil zwei waren ja drin beim ersten Versuch und dann haben die Schaden gekriegt. That's the problem. Aber wir finden schon noch einen Weg. Das wird jetzt halt schwierig. Ich weiß nur noch nicht wie. Ich bin am Grübeln. Well, so much for peace. War jetzt... Hätte ich auch ein guter sein können, ne? Weiß man ja nicht. Daher, echt, die Schriftrollen kann ich nicht verwenden. Evisto, dankeschön für dein Follow, herzlich willkommen. Ich bin jetzt gerade am Grübeln, wie ich da durchkomme. Lalalala. Das ist rundum zu. Ja. Nothing will stand in my way. Ich meine, eine Runde könnte ich warten auf den Schurken, bis der Tank rausgeht. Dass die gleichzeitig draußen sind. Aber ob das dann besser wird, weiß ich noch nicht. Wir müssen mal schauen. Sag bloß, das Spiel funktioniert. Läuft's endlich, Cass? Yay! Nach Versuch 375. Sehr gut. Ja, dann viel Spaß und schönes Leben noch. Lag an Steam, musste Steam neu installieren. Ach was.
Nicht dein Ernst. Nein, nicht getroffen. Blood comes easy these days. Oh, mein Zwerg ist schon wieder fast tot. Siehst du, jetzt hat er Schaden bekommen, Knuddel, weil er zu lange drin hockt. Hast du es gesehen? Deswegen funktioniert leider nicht. Oh, mal den Heiler noch raus. So sieht's aus. Aber erstmal muss er den Tank heilen irgendwie. Aber da kommt er wahrscheinlich nicht hin. Auf Megabits eingestellt. Ach so. Ja dann. Ich habe mich schon gewundert, warum das so hohe Zahlen, weil dachte ich schon, alter Schwede. Der schummelt aber ganz schön. Ich glaube, mein Tank ist gleich wieder weg. Und mein Heiler ist auch gleich schon wieder tot. Ja, da liegt er im Dreck. Ach, das gibt's doch nicht. Thank you.
What now? Nein, wieso hat er jetzt 23 Schaden gekriegt? Wegen was? Wegen dieser verdammten Todeswolke. Ah, ich hasse es. Ah, jetzt ist er wieder durch die Todeswolke gelaufen, der Idiot. Ah. I like it. Was können wir denn gerade wieder aufheben? Ergo, er kann wieder nicht zaubern. Steht der eigentlich auch noch in der Todeswolke drin? Ich sehe das als gar nicht. Steht er da jetzt noch drin oder nicht? Pixie-Segen, was ist das? Jetzt hauen wir den erstmal weg. Dann erstmal da raus. So. Sehr schön. Eieiei. Mach das, bis gleich. Raus aus der Todeswolke. Kann der noch irgendwie einen Heiltrank schlucken oder so? Mein lieber Zauberer. Kann er. Kann er nicht. Ah! Was portet der sich denn rum? Nein, jetzt hat er da wieder eine Todeswolke reingeschmissen. Wie ich den Kerl hasse. Das ist doch... Hab ich schon gesagt, dass ich den hasse? Ich glaube schon, oder? Ich glaube, ich habe erwähnt, dass ich ihn hasse. Oder sich mit dem rumärgern. So, so gut wie tot. Man muss den Kleriker aber irgendwie versuchen aufzuheben, sonst ist der auch kaputt. Jetzt kann der sich wieder null bewegen. Und kippt wahrscheinlich gleich wieder um. Eieiei. Diese Todeswolke ist echt widerlich, Leute. Wow, wow, wow. Aber wir sind draußen. Okay. So, springen, mein Freund. Mich wundert's, dass das Vieh nicht abhaut dann. Dass das stehen bleibt. Jetzt
der Magier um. Jetzt wird's so langsam echt eng, Leute. Er portet sich wieder rum. Und mein Tank ist wieder hinüber. Kann das Vieh auch Leute aufheben? Nein. Kann das Vieh porten? Springen. Alle drei liegen. Das ist sehr schlecht. Hilfe! Wir haben ja wieder nur so kleine Schnüppelheiltränke hier. Davon kann er sich nicht viel kaufen, ne? Weg ist unterbrochen, das kann doch gar nicht sein. Okay, die Todeswolke ist weg. Sie muss jetzt so schnell wie möglich darüber. Die anderen wiederholen. Wenn der da wieder so ein Ding reinwirft, so eine Todeswolke, war es das wieder. Dann liegen die gerade wieder im Dreck. Plus der Schurkin. Das heißt, die Schurkin muss da stehen bleiben und die Heilerin da weg. Der Heiler. Ich denke immer noch, das ist weiblich, aber es ist ja ein Heiler. Das müssen wir irgendwie tricksen. Versuchen, das Ruder zu erreichen. Oh Gott, das wird so schwer werden. Wir sind alle fast tot.
Das hilft ja nichts. Der muss ja auch weg. Er gibt dem ja dauernd die Buffs da. Ah, shit. Das hat nicht funktioniert. Nein! Ist sie jetzt in die Todeswolke gelaufen? Ich bin so doof. Ah! Scheiße, ich bin so doof. Das sieht nicht gut aus, Leute. Er hat den blöden Buff immer noch drauf. Mach das! Schlaf gut, Cass. Schön, dass du da warst. Ne, ich befürchte, das können wir nochmal machen. Das ist einfach ein super schwieriger Kampf, der nicht zu schaffen ist. Irgendwie habe ich das Gefühl. Aktuell. Ich weiß noch nicht warum. Sehr unschön. Er kann nichts groß machen. Kann er den holen? Nee, da muss er da weg. One day I'll catch a break. Schlaf gut auf jeden Fall. Schön, dass du da warst. Jetzt ist die Schurkin ganz tot. Jetzt ist nur noch Geld da. Wisst ihr, was wir machen? Ach so, lol. Dann stirbt der. Verdammt. Ja gut. Boah, der wird aber heftig, der Kampf. Alter Schwede. Das Blöde ist, dass ich dauernd in diese Todeswolken reindappe. Ich beachte da manchmal nicht drauf. Das wird echt hart. Uiuiui. Die ganze Zeit auch noch überlegen, was ich noch machen könnte, um dieser Todeswolke zu entgehen. Ob ich da irgendwelche Tränke habe. Weil Stille bringt auch nichts. Also zumindest auf der Fläche nicht. Der portet sich ja dauernd rum. Obwohl, dann könnte er nicht mehr porten. Hab ich Stille? Moment. Verwirrung, Klage. Spannung. Ich dachte, wenn er jetzt sich opfert, schaffen wir das noch. Naja. Hab ich wohl falsch gedacht. Aber Versuch was wert. Wir hätten es eh nicht geschafft. Naja, alles okay. Blindheit. Fluch. Jetzt habe ich natürlich keine Stille. Nee. Naja.
Das lief jetzt nicht so dolle, wie ich jetzt besser vorgestellt. Verdammt. Nothing will stand in my way. Ich dachte, das reicht jetzt noch. Nix was. So. Da ist gar nichts drin. Was kommt sie hier nicht durch? Weil sonst würde man ja irgendwas. Nö, da ist nichts drin. Leider nicht. Keine Verstärkung für mich. Ich muss das alles selber machen hier. Aber ich probiere jetzt was anderes. Ich versuche jetzt mit ihr das Drohgift drauf zu werfen und ihn dauernd umzuschmeißen. Dann macht er nichts. Und zwar auf den Bogen. Dass er nicht immer hinrennen muss. Dann kann er nämlich nichts machen, dann liegt er nur auf dem Boden. Was ist mit ihm? Nix oder was? Keine Lust mehr? Ah doch. Survival is all that matters. Oh, wir warten jetzt noch eine Runde mit ihm. Nächste Runde hat sie es auch weg. Oder schon die Runde vielleicht? Ne, nächste erst, okay. Jetzt machen wir es mal zeitgleich, wie Knuddel gesagt hat. Versuchen wir mal, dass es dann besser wirkt. Ich weiß halt nicht, wie viele Runden man Zeit hat. Bis man da irgendwann hops geht. Ja, jetzt kriegen wir zum Beispiel Schaden. Aua. Jetzt haben wir irgendwas drauf. Hä? Der Käfig zerrt an dieser Kreatur. Es ist nicht gut. Spring, Zwerg. Hey. Du schoss fangen und er wird trotzdem getroffen. Das ist eklig. Aua. Jetzt haben sie uns wieder auf meinen Magier abgesehen. Nicht gut.
Ja, und damit liegt der Zauberer schon wieder im Dreck. Noch nichts gemacht. Jetzt rennt er natürlich auch in dieser Todeswolke rum. Jetzt kommt er noch nicht mal an den ran. So. Das Ding können wir uns ja eigentlich auch teilen. Was ist denn das? Da. Ach, geht gerade gar nicht. Okay. Das funktioniert nicht. Was habe ich da? Könnte höchstens stürmen. Nicht genügend Bewegungsrate. Tja. Jetzt hat sie den Nebelschritt nicht mehr, jetzt ist sie umstellt. Eintauchen. Halt, mit dem Bogen bitte. Let's get this over with. Nein, jetzt trifft sie nicht. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Survival is all that matters. Ey, 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 Karamba. Need to find a way forward. One can't always be a gentleman. Der kommt doch da nie im Leben raus. Warte! Aua! Anscheinend doch. Toll. Okay, wie auch immer dass er das gemacht hat. Die Gifte sind der Hammer, ja. Das ist schon geil mit dem Gift, aber... wo sind denn jetzt die Heiltränke? Kann er da schon einen schnubbeln von? Nee, natürlich nicht. Ach je, das darf doch nicht wahr sein. Lass den Mann doch in Ruhe. Ach, ey, wieder weg. Lalalalala. Todeswolke, yay. Also ich habe keine Ahnung, wie ich diesen Kampf überstehen soll, Leute. Ich sag's, wie es ist. Jetzt ist die mit dem Gift tot. Zwei liegen schon wieder im Dreck. Du bist eigentlich nur damit beschäftigt, deine Leute aufzuheben. Dies ist doch Käse. Don't like it. Kann ich wieder nichts machen. Da ist die Wolke, da muss ich aufpassen.
aufpassen. Ach, da sieht man es ja auch. Guck mal. Todeswolke. Das Problem ist, ich müsste jetzt hin. Kann ich aber nicht. Kriege ich die beiden so? Ja. Keep going. Das ist echt gemein, ne? Jawohl, kritischer Treffer. Hat noch jemand eine Idee? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung mehr, wie ich das schaffen soll. Das ist jetzt wieder Glücksspiel. Ich habe keinen Plan, wie ich den Kampf schaffen soll. Der bringt mich an meine Grenze. So ein bisschen. Und es ist doch nicht immer Sinn vom Spiel, den Schwierigkeitsgrad runterzustellen. Plus, das kann es doch nicht sein. Bringt der alle um. Auch meine Leute. Das bringt nichts. Schwierig. Es kann nur die Schurkin und da darf wirklich keiner in der Reichweite sein, wenn sie sich und die laufen ja über das ganze Feld. Das ist das Problem. Es ist leider nicht so. Hab ich auch schon überlegt, aber na guck mal, wenn ich mich hier unsichtbar mache, alles das, was eben rot war. Ist der Blickwinkel von allen Leuten. Jetzt hat er noch nicht mal mehr Ressourcen. Ups. Ja gut, der geht eh am schnellsten da raus. Egal.
Nee, das funktioniert leider auch nicht. Und ihr komisches Ding ist auch nicht fertig. Verstummt. Achso, das geht da drin nicht. Okay. Another fight. Let's go. Das Grausame ist, ich komme ja teilweise noch nicht mal dazu, irgendwas zu machen, außer die Leute aufzuheben. Weil sie dauernd umkippen. Ich muss es schaffen, den umzuwerfen. Mit dem Drawgift. Dann ist Ruhe, aber... Aber da sind ja auch noch... Die anderen sind jetzt nicht so das Problem. Nur er. Er macht mir echt zu schaffen, der Typ. Warte mal, wir müssen das mal wieder teilen. Dass er auch was kriegt. Vielleicht schafft er es ja aus Versehen mal hin zu ihm hin wieder. Dass der da nicht immer da rumäppelt. Weil das muss jetzt irgendwie so doch das Main-Target sein, ihn aus komplett aus dem Spiel zu nehmen da. Andere Optionen sehe ich nicht. Time to press ahead. Nein, jetzt trifft er nicht. Wieso hat das nicht gesessen? Wieso hat das jetzt nicht gesessen? Ist der immun gegen sowas? Komm schon. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Don't waste a step. Blood comes easy these days. Nein! Ist der immun gegen sowas oder was? Das hat das Grow de- Jetzt haut er mir wieder ab. Och nö. Jetzt stand ja kaum einer zusammen. Jetzt hat er keine geschmissen. Oh nein, jetzt kann ich nicht mehr hauen. Nothing will stand in my way. Ja.
Sometimes the only way out is through. Aber wo ist denn mein Schutzgeist oder was auch immer das ist? Todesschutz? Ja, das haben wir auch schon probiert, aber da bin ich wieder dran. Warte mal eben. Da bin ich dran. Da hätten wir jetzt immer drei Mobs vernichtet hier. Was Gutes. Jetzt bin ich mal gespannt, was er jetzt macht. Nicht getroffen! Och. Er haut auf jeden Fall ab. Jetzt schmeißt er bestimmt eine Todeswolke. Da wette ich einen drauf. Ja, natürlich. Das war so klar. Wieso ist denn mein Kleriker jetzt fast tot? Wieso ist denn der Kleriker jetzt tot? Hä? Ach komm schon, das ist doch nicht euer Ernst. Jetzt war der genau in der Todeswolke drin gestanden noch. Ich habe viermal auf den draufgehauen mit dem Drohgift und er ist nicht umgefallen. Das ist anstrengend. Und der andere hockt ja immer noch im Kanister. Wenn ich jetzt erst gejagt habe. Ah! Ich krieg nur die Krise hier. Rettungswurf gelungen. Toll. Das ist schlecht. Time to press ahead. Das Problem ist, der stirbt allein schon da drin, weil er nicht rauskommt. Also du musst da oben jemanden hinschicken, dass der rauskommt mit seinem Stock. Das wird doch jetzt schon wieder... Kleri tot. Magier drin. Das wird schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Hat aber auch jedes Mal einen Rettungswurf wegen dem Kram, ne? Jedes Mal. Was hat er denn da jetzt noch? Was kommt da denn jetzt noch angehüpst? Intellektenverschlinger? Woher rennt der denn hin? Ja gut, ist die KI genauso dumm ist. Candles.
absolutes have seen everything. The gods are watching me. Come on, can't stay idle. Ich weiß noch nicht, was das wird da bei ihm, warum der jetzt da nur rumsteht. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Zogen wir noch Geld raus, da lebt er jetzt wieder. Der kann nichts machen. Ist das jetzt wegen der Todeswolke, dass er da selber nicht durchlaufen kann? Oder ist er jetzt Buggy? Hat er sich jetzt ins Eck gebackt? Sehr komisch. Geld ist natürlich wieder umgefallen. Sehr gut. Ich glaube, den müssen wir erstmal befreien. Wo ist der andere Lümmel?
Ach, da oben. Ich habe ihn festgebackt. Ja, ich war's. Steh ich drauf. Ist okay. Mach mal auf das Ding da jetzt da mit dem. Ach wow. Auch interessant, oder? Aber spätestens wenn ich wieder in die Richtung gehe, wird er bestimmt wieder aktiv. Das Spiel sagt jetzt wahrscheinlich, das ist zu schwer für den Krimi. Helfen wir mal ein bisschen. Das kann natürlich sein. Ebenso, Zwerg. Zwerg kriegst du nicht hin. Helfen wir mal. Warte mal, ich habe da bestimmt irgendwas Besseres als nur so ein komisches Ding da. Gib mal Gas hier. Jawohl. So, jetzt holst du mal wieder. Gale ist auch wieder back. Ah, man kann sogar zwischenspeichern. Ist gut, dann muss ich nicht nochmal alles machen. Falls das jetzt misslingen sollte. Hihi. Well, so much for peace. No gloom or doom. Finde ich gut, dass man auch im Kampf speichern kann. Das ist manchmal, glaube ich, gar nicht so schlecht. Was steht da echt hin? Konzentration? Es gibt keinen Grund. Aber okay, ich will mich nicht beschweren. So schaffen wir es vielleicht. With ease. Aber natürlich kein... Doch, da sind noch Heiltränke. Was? So. Jetzt müssen wir nur noch ihn machen. Schaffen wir das, Chat? Schaffen wir das? Ein guter Dinger, oder? Schaffen wir jetzt. Ja, die nicht genügend. Was soll das? Da gehe ich auch. Also ich werde nicht in den Nahkampf gehen. Versuche ihn mit allem möglichen wegzuschießen. Hier so, hier. Ach, das ist Nahkampf. Gegenfeuer. Ja, bloß nicht zusammenstehen. Jetzt kommt da wieder auf die Idee, dann schmeißt er wieder so eine blöde Todeswolke, sind wir wieder tot. Der war ja auch schon so knackig an dem anderen, wo wir hätten Schattenherz behalten können, aber es wäre bestimmt auch irgendwie gegangen.
Ich würde sagen, die Viecher stellen wir. Was können die denn machen? Eis oder Todesexplosion. Das Problem ist, dass die durch die Todes. Müssen irgendwie fliegen. Dass wir nicht in der Todeswolke landen. Ich hoffe, das funktioniert. Immun gegen Todeswolke. Ja, umso besser. Weiß ich nicht, ist der noch zu weit weg? Ziel ist immer noch shit. Ist zu weit entfernt. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist. Keine Ahnung. Dass der da. Der wird jetzt bestimmt wieder aktiv, wenn die Dinger da hinten sind, weißt du? Von daher. Ich traue dem Ganzen noch nicht so. Er hat sich da echt gut verschanzt, ne? Hin. Was haben wir denn noch Schönes? Ach, die kann doch Stille. Kommt aber nicht ganz an ihn ran, ne? Schippen. Schippen. Jetzt geht's natürlich wieder nicht. Theoretisch müsste er jetzt wieder was machen. Also irgendwie ist das komisch, dass er nichts mehr macht. Ich meine, der kann mal wegen da stehen bleiben, bis er umfällt. Aber irgendwie komisch. Ja, irgendwann bin ich wieder so in Range, dass er wieder seine Todeswolke schmeißt. Ich sag's euch, ich komme da nicht hin. Ich muss da echt durch diesen blöden Tunnel durch. Aber da lasse ich die Pets durch, glaube ich. Da gehe ich nicht durch, ich bin doch nicht bekloppt. Nee, so doof bin ich dann auch wieder nicht. Zwei sind immun gegen den Kram. Sollen die sich mit dem anlegen? Ah, krass, das ist, wenn der die Area verlässt, sozusagen, der Boss, dass er dann. Bin mal gespannt, wie das ist, wenn die Viecher in seiner Area sind, ob er dann wieder was macht. Obwohl, die stehen ja auch vor ihm, ne?
macht irgendwie nichts, der Junge. Sehr seltsam, muss ich sagen. Ja, das ging daneben. Okay. Die Todeswolke jetzt weg. Ah, die Todeswolke ist weg. Das ist natürlich praktisch. Konzentration ist futsch. Müsste ich ihn jetzt eigentlich mal treffen? Schnell wieder weg. Nee. Wir machen hier nichts. Wir geben ihm nicht die Möglichkeit zu sagen. Jetzt müsste er theoretisch eigentlich wieder was machen, oder? Nee, das ist echt verbuggt, Leute. Oh. Jetzt wäre ich gewinnt mit einem Bug den Kampf. Es ist dann natürlich auch nicht sehr befriedigend, muss ich sagen. Nee, das er macht nichts mehr. Ja gut. I don't fancy their chances. Certainly. Er war einfach nur müde. Wir nehmen es einfach mal, er war müde. Er hatte keine Kraft mehr. Es ist unglaublich. Wo sind eigentlich ihre Wiederbelebungsrollen? Warum sind die nicht... Ach so. Ach stimmt, Schattenherz hat ja alles mitgenommen. Könnte sie mal so lang hier wiederholen. Have seen everything. Ja, hab ich doch. Ziel ist blockiert? Durch was? Jetzt. Jetzt sind wir natürlich wieder in einer prekären Situation. Als wenn der aus dem Kampf draußen wäre, ne? Lustig. War jetzt natürlich nicht so geplant, aber wenn das Spiel meint, dass der auf einmal nichts mehr macht, kann ich auch nichts dafür, oder? Fühlt sich jetzt nicht wie ein Sieg an, aber naja. Wir sind weiter. Balthasar ist vernichtet. Er hat innerlich gekündigt, genau. So sieht's aus. Ei, Karamba. Das waren bestimmt zu viele Beschwörungen von mir. Meinst du? Da hat zu viel Todeswolke geschmissen. Ja, gut.
Es ist ihm auf jeden Fall nicht gelungen, mich zu eliminieren. Daher. Ruhe in Frieden, Balthasar. Verbündete Untote im Umkreis von bis in den Untotenschutz. Forschung. Lagersinn. Neuralapparate, die werden bestimmt schießen, wenn ich da lang gehe, oder? Let's test the West. Die sind doch bestimmt nicht umsonst da, die Dinger. Passiert nix? Sind die Zauber auch wieder da, oder? Die Zauber sind auch wieder da. Sehr gut. Sehr gut. Here we go. Gucken wir mal. Wow! Das ist ein Fahrstuhl. Hui! Ich glaube, wir gehen besser wieder, oder? Er speichert hier schon wieder. Oh oh. No longer a background murmur. The presence in your mind builds to a roar. We found it. The Absolute is behind this door. Habe ich mich oben gar nicht schön umgeguckt. Das wollte ich eigentlich noch machen. Oh oh. Wer ist das denn? You said it was under control. It isn't you I answer to, Gortash. Oh, the general voice. Is this where we salute? Salute, yes. With cleavers through his blood-starved flesh. How it crawls with failure, like flies on lick-wet carrion. You forget yourself, Auron. I've played my part. You've built an army for our masters, true enough, but what of the astral prism? A rogue true soul flaunting it under your very nose, and you almost missed it. Balthazar has them now. He'll deliver the prism soon enough. So if you would cease these distractions, I'd... The distractions have been yours, Ketherick. Perhaps we never should have dug your daughter up. So you haven't lost your edge. But you're still not as sharp as Auron, I wager. The Slayer against the Undying One. That'd be fun to see. His crypt breath sings to my sinews again, 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 again. But he must lead the murder march to Baldur's grave. If the weapon is truly in your grasp, Ketherick, might I suggest closing your fist? Auron and I can wait for you no longer.
The plan proceeds. We're going to the city, and we expect you to follow. Army and the weapon in tow. The Edict of Bane! The Lash of Thor! Oha! The Testament of Merkel. An elder brain, one of the cruelest and most powerful creatures in existence. Enslaved by mere mortals. Look at that crown. It radiates with power unlike anything I've ever seen. To have it. To hold. Oh, if only I could. But I can't. This is it. I must do as Mistra commands. Hör zu, wir haben keine Chance gegen diese Übermacht, besonders beenden wir es gemeinsam. Ach, will er sich jetzt in die Luft jagen? Bin mal gespannt. One last gust of weave. One last gale to end them all. No! Oh, dann ist er auch wieder weg. Habe ich bald gar keinen Begleiter mehr, der mit mir redet. Außer bei einer Gisyanki. Oh oh. Beneath the smoking ashes of Moonrise Towers, the Elder Brain lies destroyed. But what of the tadpoles it commanded? Freed of the Absolute's control, they will complete their transformations. A plague of illithids will soon descend on the Sword Coast, enslaving all they do not infect. It is an ending of sorts, though not the one Destiny had in store for you. Wie jetzt? Bitte was? Das Spiel ist fertig? Hä? Das ist alles? Das war der Endboss? Wir sind durch? Lol? Die haben für den zweiten Akt 3 Jahre gebraucht. Jetzt bin ich aber enttäuscht. Ja, ich weiß, ich habe ein bisschen was ausgelassen, ne? So die Nebensachen und so, aber es wären vielleicht nochmal 1-2 Streams gewesen. Ja, aber was machen wir dann? Dann kämpfen wir normal gegen sie. Das ist dann... Natürlich, du kannst andere Entscheidungen treffen. Aber vom Spielprinzip her ist es ja dasselbe. Du musst die da unten aufhalten, dass sie nicht Baldur's Gate erobern. Ich hätte jetzt dem Magier sagen können, nee, wir kämpfen zusammen. Da hätte ich so wahrscheinlich gegen die kämpfen müssen. Dass er nicht sterben muss. Auf zum zweiten Durchgang. Das mache ich eigentlich nie, ne? Jetzt bin ich ein bisschen überfordert, was wir jetzt noch machen, ey. Weil nächste Woche kommt Kord raus, aber erst am Donnerstag.
Alter Schwede. Wir haben jetzt 10 Streams gebraucht. Oder 11. Das sind über 40 Stunden nur. Das kann doch nicht sein. Ich bin jetzt echt platt. Es gibt nur 2 Akte. Oder war das schon Akt 3? Dann sind es 3. Es kann natürlich sein, dass das... Ist aber nicht gewechselt auf Akt 3. Okay. Hätte man doch was anders machen können, bitte. Das ist das erste Ende von 17.000. Hätte man da noch länger spielen können irgendwie? Also jetzt mal jetzt abgesehen von den ganzen Enden, die es da gibt. Irgendwie ist das komisch. Geh, lebt bei mir noch. Das heißt, ich kann ja mal nochmal anladen und gucken, was passiert, wenn ich ihn nicht umbringe. Also wenn ich ihn nicht implodieren lasse, ob es dann weitergeht. Es kommt mir echt wenig vor, Leute. Ich breche das mal ab. Was passiert, wenn ich sage, nee, lass dich nicht opfern? Das können wir nochmal gucken. 59 Stunden habe ich gespielt, doch so viel. Gut, Dabra hat gemeint, beim anderen hat es 68 gedauert. Also gut, ich habe nicht alle Nebensquests mitgenommen, ne? Ich habe ein paar ausgelassen. Das ist strange. Here goes nothing. No longer a background. We found it. The absolute. If the Warren and I the Lash! An elm. Look, but I can't. This what choice do I have? More than just a goddess counseled my courage. Whole worlds hang in the balance. I do trust you. More than myself right now. Perhaps even more than Mistra. I have no desire to end your life, you know that. To end it? To struggle on? It is a grave choice you're making for us both. But if it must be so... Very well. I'll stand down to stand by you. There we are. It wouldn't do to fight in front of our guests. Behold, Duke Ravengard. The Absolute. Whom preserve us? You wag your word flap in vain, Alderling. Once the worm holds the whip, your shredded flesh will serve us. Now, it's really time we were going.
We will empty this place and begin the march. You may catch up with the army once you've retrieved the weapon. And Ketherick, do try not to sulk. You're supposed to be the fearsome general come to conquer the city. And I am the hero who will save it. Okay, sehr, sehr. Krass. Das heißt, jetzt leben die und jetzt geht's weiter. To prepare the way. Oh. Ja, jetzt geht's weiter. Okay, wir haben... Oh, ja, alles gut. Okay, hab nichts gesagt. Ja, schwierig. Jetzt bin ich gerade komplett überfordert. Jetzt müssen wir wahrscheinlich ihn töten, ja. Wird auch lustig werden. Später Massen. Halb elf. Wir können ja mal noch einen Versuch wagen. You. What in the name of the nine hells are you doing here? Balthazar. I should have expected his weakness. You could have run away. Absconded with the prism. The one thing that could prevent me from fulfilling my destiny. But the lure of one's destiny is irresistible, isn't it? Perhaps you hope to learn your place in history before you are erased from it. A bright flash of clarity before the snuffing out. Impossible. You are bound to it. And in death, it will bind you to me. That is the power my Lord Merkel has granted me. Command over the immeasurable legions of the dead. But he did not only give me power. He gave me the one thing no other god could grant me. My daughter's life returned. Her heart beating once more. For that, he asked that I serve as his chosen. Join Auron and Gortash to grow the cult of the Absolute, and then take control of it. He's never had a more devoted follower. I have fought great wars before, in the service of other gods and other powers. But for Merkel, I would condemn all of Faerun to death. You are all that stands between me and my destiny. And you have brought the prism here. I will kill you now. And then I will raise you as my servant. Hm. Also das ist sozusagen einfach... das mit dem Magier war wahrscheinlich vielleicht einfach nur eine Speedrun-Option. Naja, gut. Dann geht's ja doch noch weiter, Gott sei Dank. Yes. Say farewell, Isabel. I'm grateful to you for bringing me home. I was a fool to resist. I know better now. Good luck in the City of Judgment. I wish you the best. Sincerely. My lord, I offer you these souls so they may return as servants to your cause. Join the army of the dead, true soul. Witness Lord Merkel's glory. So long as Nightfall's in that cage, oh je. 145 Aura des Hasses, unverwundbar. Mach ich doch erstmal seine kleine platt. Würde ich sagen, oder? Ja, das passt. Time to push
my luck again. Wonder if the gods are watching me. Daneben. Another fight. Let's go. Das mag ich nicht. Ach du liebes Lieschen, was ist denn da oben? Oh oh. Ist da auf der anderen Seite auch noch was? Oh Gott, ein Gedankenschinder. Nachtlied. Nicht da hinten irgendwie die Fesseln lösen? Gucken, ob ich da hinkomme. Ich hätte noch zwei Leben, ne? Ja, okay. Halt! Stufe 4. Komme ich nicht ran? Der ist eh unverwundbar. Pfui. Warte mal, kann er nicht noch weiterlaufen? Nee. Lass mich überlegen. Wo sind denn seine zwei kleinen... Ach, die hat er noch irgendwo da oben. Ach, wow. Bringen wir da oben ja nix. So. Die sollen da mal hochgehen und gucken, ob sie die Fesseln lösen können. Schlaf gut, Knuddel! Das Ende! Ja gut, das war eins der... Oh, Scheibenkleister. Oh oh. Schlaf gut. Wir haben ja jetzt doch noch ein bisschen zu tun. Aua! Okay. Sind eh gleich tot. Na, ich muss eh gleich aufhören. Du nicht ran an die Dinger, ne? Da kannst du nichts machen gegen.
Unverwundbar. Ich denke halt, wie gesagt, dass ich die befreien muss. Und die den dann platt macht. Ich weiß bloß noch nicht wie. Was kann ich mit ihr machen? Helfen. Okay. Ich hätte vielleicht nicht da hoch sollen. Das war keine gute Idee. Das läuft ja nicht so pralle. Dem macht es überhaupt nichts aus, ne? Das. Da liegt der erste schon wieder im Dreck. Hier sind die Kommanden da oben, die machen mich fertig. Geld ist auch schon platt. Das war jetzt auch nicht so toll. Oh, das war glaube ich gut. Ich glaube, jetzt habe ich eine Chance. Das nächste Mal halt vielleicht nicht direkt irgendwo reinrennen, da oben. Ich glaube, der hast du echt eine gute Unterstützung. Irgendwie nicht ran, ne? Dies ist natürlich doof, dass ich die nicht treffe. Bewegen kann er sich nicht, weil er immobil ist. Ich bin mal wieder verängstigt. Ach so, ja, sehe es gerade.
Nächste Runde. Wenn er da noch lebt. Nein, jetzt ist die auf seiner Seite. Wieso das denn? Oder greift die alles an? Wieso hat die mich jetzt kaputt gemacht? Also diese Magie da oben, das ist übel. Verdammt. Nein, kriege ich nicht hin. Verdammt. Schade. Aber noch lange kein Grund, mich hier hängen zu lassen oder anzugreifen. Hallo? Die sind schon mal weg, sehr gut. Aber alle weggradiert, jawohl. Nein, lass meine Leute gehen. Nein. Ah. Komm, greif ihn an. Ein Platz. Oh mein Gott, es wird übel jetzt noch werden, ne? Er ist auch nicht mehr... Ach, jetzt fällt er auch wieder um, ey. Mann. Wie kannst du teilweise gar nicht gegenheilen hier? Das ist so bitter.
Aber er ist nicht mehr unverwundbar. Irgendwas hat die gemacht. Was hat die angestellt? Keinerlei Heiltränke mehr. Another step forward. Battle of wits. Torek, hallöchen. Oh. Bringt nur nichts, wenn die gleich wieder drauf geht, ne? Dann ist die weg. Das ist natürlich doof. Ja gut, das werden wir auf jeden Fall nochmal machen dürfen, denke ich mal. Ohne, dass meine halbe Truppe drauf geht. Käse. Langsam gehen auch die ganzen Zauber aus, ne? Es ist nicht mehr viel da zum Heilen. Musste sie wieder aufheben. Ach, die macht das selber, okay. Das Stratze mit 15 Trefferpunkten. Das ist unglaublich. Der beschwört ohne Ende das Skelett. Ich komme da gar nicht in die Richtung, ey. Skelette sind eigentlich, glaube ich, gar nicht so wild. Hoffe ich. Ich kann er meinetwegen brüten lassen. Obwohl, ne, die sind doch ganz schön übel, Alter.